Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video zu R4 beziehungsweise das Ende des Videos seht ihr jetzt. Ich hatte eine 2-Stunden-Session gebucht am Nordmeer. Gut, wir haben jetzt 1 Stunde 45 Minuten rum. Das ist dabei rumgekommen. Man muss sagen, die erste halbe Stunde war für den Arsch gewesen. War wahrscheinlich aber auch mein Fehler, da kommen wir aber gleich zu. Dann habe ich es doch noch ein bisschen rumreißen können. Nur 3 Heilbutzner geworden, Dornhaie, Seewölfe, ein schöner Seehecht. Wird wahrscheinlich nicht so viel rumgekommen sein. Wir gucken trotzdem mal. Okay, knapp 1000 Silber. Ich sage mal 500 pro Stunde muss drin sein. Wir waren jetzt noch nicht mal 2 Stunden. Und wie gesagt, die erste halbe Stunde war für den Arsch. Ja, Heilbutz oben. Dann kommt schon der Seewolf, Seehecht und so weiter. Was war mein Fehler gewesen? Wir waren auf jeden Fall hier gewesen, 80 Meter Sandbank waren wir unterwegs. Und ja, mein Problem ist wahrscheinlich gewesen, dass ich dieses 205er Vorfach drauf hatte. Ich habe so den Eindruck, mit diesem Vorfach ist die Frequenz nicht so geil. Also ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen und nach Wechseln nach 30 Minuten ging die Frequenz oder die Bisse kamen schneller und bessere Fische auf jeden Fall. Also das so als Tipp. Ich glaube, ich bleibe auch bei dem 180er. Alles andere ist erstmal Quatsch. Dann habe ich hier die Pilka durchgewechselt. Einmal den Ozeanik, einmal den Fluo und einmal den Hunter. Aber das Augenmerk liegt ja auf den Squids. Ich habe nicht so große Haken genommen. 8-0er. Wer es drauf anlegen will, macht größere Haken drauf, für größere Butts zu kriegen. Haben wir einmal den grünen, einmal den weißen und einmal den Natural Squid. Ja, damit sind wir unterwegs gewesen. Und was mir aufgefallen ist, ich glaube, mit einem Patch wurde ja die, ich meine, die Schnurlaufringe, also die Geschwindigkeit, in dem die Schnurlaufringe im Arsch gehen, ich glaube, reduziert. Das hat man schon deutlich gemerkt. Ich bin mit 21, noch was gestartet. Und nach den 3 Heilbutts, ja, 0, irgendwas. Also das scheint auf jeden Fall mal echt in Ordnung zu sein. Im Gegensatz zu vorher, wenn man da schon einen Butt gefangen hat von 50 Kilo, da konnte ja schon, war ja schon ein Prozent weg, so ungefähr. Naja, wir gucken trotzdem mal ins Käffchen rein, ob wir da noch was uns gönnen können. Ja, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Hier haben wir nochmal 76 Silber. Das ist in Ordnung. Sonst nichts. Da haben wir trotzdem noch die 1000 zusammengekratzt. Wie gesagt, wegen diesem, ich behaupte jetzt mal, wegen diesem scheiß Vorfach. Ja, jetzt sind wir über 1000. Da bin ich schon recht zufrieden mit. Bringt aber immer noch gut Geld, muss man sagen. Und man muss ja auch 80 Meter runter und wieder 80 Meter hochkurbeln. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Petri Heil.